Heute kommt das Rezept, auf das wahrscheinlich schon einige von euch drauf warten. Ich habe es bei Instagram schon angekündigt und zwar habe ich ein Rezept von einer lieben Followerin bekommen und die meinte, Manu, probier das mal aus, und das habe ich gemacht und wir waren mega begeistert. Ich habe daraufhin gefragt, ob ich es verfilmen darf, und ich darf es verfilmen. Und jetzt kommt das Rezept für euch. Und zwar backt man heute nach langem mal wieder ein Brot zusammen, und zwar ein, ja, sie nennt es Toastbrot. Man kann es dann toasten, aber man kann es aber auch so essen. Also wir haben es getoastet gegessen, aber auch so als Weißbrot. Einfach nur lecker. Ihr könnt dann auch eine tolle Pizzamasse machen und das dann da drauf streichen. Dann habt ihr Pizzabrötchen. Also das ist wirklich ein super Brot. Und zwar ist es ein Dinkel-Joghurtbrot. Also das Rezept hat mich einfach nur angesprochen und ich dachte, ha, ruckzuck Zutaten, das ist genau meins. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ihr seht, ich habe soweit auch schon alles vorbereitet. Ihr braucht für dieses Brot eine Kastenform, eine 30 cm Kastenform. Die gibt es bei mir ja auch im Shop. Also wer noch eine gute Kastenform in 30 cm Länge braucht, kann ich euch die empfehlen. Da backe ich alle meine Kastenbrote darin. Ja, wir fangen an mit dem Teig. Zuerst kommen alle flüssigen Zutaten hinein und am Schluss wird dann noch das Mehl untergeknetet. Eigentlich so wie in allen anderen Brotrezepten auch. Dazu setze ich mir jetzt als allererstes wieder meinen Teig Pro ein. Das ist auch wirklich eine mega Erfindung für den Thermomix, also beziehungsweise für das Messer. Wir kennen es alle, wenn man Brot backt, gerade einen klebrigen Teig oder aber auch einen Pfannkuchenteig. Unter dem Messer befinden sich dann immer alle Mehlreste, und dass das nicht passiert und wir nicht ewig schrubben müssen, setze ich wieder meinen Teig Pro ein. Der entsteht aus zwei Teilen. Ich zeige es euch nochmal, aber ich glaube, ihr kennt ihn von mir schon und ganz, ganz viele von euch sind schon großer Fan davon. Man setzt das Ganze hier so einfach ein und guckt, dass man auch richtig einsetzt. Na, so, man sieht hier, ups, eine Aussparung, und da kommt er so hinein. Dann kommt der Deckel oben drauf. Drückt einmal, bis es klickt, so wie jetzt. Und dann ist das Messer richtig schön geschützt und es kann hier eben unten keine Teigreste rein. Zeige ich euch dann nachher, wenn ich ihn raushol, wie toll das Messer aussieht. Das braucht man dann wirklich nur noch mit dem Wasser und mit dem Bürstchen ein bisschen abbürsten und dann ist eben das Messer gleich wieder einsatzbereit und man muss nicht ewig schrubben. Ja, das setzen wir jetzt wieder so ein, wie wir das Messer immer einsetzen. Einfach reingeben und dann unten den Fuß mit dazu einmal drehen und dann ist eben unser Messer mit dem Teig Pro eingesetzt. Das jetzt nur mal so am Rande. Jetzt benötigen wir als erstes 100 Gramm Joghurt. Ich habe jetzt hier wieder unseren ganz normalen griechischen Naturjoghurt. In meinem Päckchen sind ja 150 drin, glaube ich. Ja, 150, und wir brauchen jetzt 100. Den Rest löffel ich mir dann später noch aus. Dann benötigen wir 180 Gramm Wasser. Also wie gesagt, immer zuerst die flüssigen Zutaten. 70, einen Schluck brauchen wir noch. Einen kleinen Schluck noch. Jetzt, dann brauchen wir Honig, auch so circa einen Teelöffel. Ich habe jetzt da wieder unseren Honig, habe ich bekommen aus Ungarn, abgefüllt. So einen Teelöffel ungefähr. Ja, ein bisschen geht man nur rein. Also macht einen guten Teelöffel rein.
Herrlich. Beste Honig. So, das haben wir drin. Dann brauchen wir einen Butter. 15 Gramm habe ich vorhin auch schon alles abgewogen, dass es einfacher, wenn es schneller geht. Dann brauchen wir Hefe, und zwar 2 Päckchen Trockenhefe. Ich habe es auch mit Trockenhefe so gemacht. Also 2 × 7 sind 14 Gramm Trockenhefe. Oder ihr nehmt einen Würfel Hefe. Macht es auch mit Trockenhefe. Also da klappt es wunderbar. 2 Päckchen hinein damit. So, jetzt haben wir eigentlich alle Zutaten soweit drin. Bis aufs Mehl und das Salz. Das kommt ja immer am Schluss. Gucke ich nochmal. Ich habe natürlich jetzt wieder alles schön aufs Messer drauf geknallt. Deckel drauf, Messbecherchen auch. Und jetzt wird das Ganze ja wie immer, ihr wisst es, ich löse meine Hefe immer 3 Minuten auf. Und bei ihr war das auch so im Rezept gestanden. Deswegen machen wir es jetzt auch so 3 Minuten, 37 Grad wie immer und die Stufe 1. Ja, und nach den 3 Minuten, wie gesagt, kommt noch das Mehl dazu, reinkneten und dann geht es auch schon weiter. So, weiter geht's mit dem Mehl und mit dem Salz. Ja, hat sich alles toll miteinander vermischt. Jetzt brauchen wir Mehl und ich habe euch am Anfang gesagt, es gibt ein Dinkel-Toast-Brot. Hierzu brauchen wir jetzt 350 Gramm ganz normales Dinkelmehl Typ 630 und 150 Gramm Vollkorn-Dinkelmehl. Also wir haben insgesamt 500 und wie gesagt 150 Vollkorn und ich sag's euch, oh, das schmeckt einfach nur mega. Das kommt jetzt mit dazu. Und natürlich darf niemals Salz fehlen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig im Brot ohne Salz. Oh mein Gott. Da gebe ich jetzt einen Teelöffel dazu. Ich nehme jetzt wieder das Salz von Just Spices. Ja, heute wird es wieder ein volles Werbefilmchen. Aber wenn ich von was begeistert bin, zeige ich es euch einfach gern. Und von Just Spice habe ich auf alle Gewürzmischungen auch einen Code. Der lautet Just Ruckzuck Manu. Und da gibt es immer verschiedene Aktionen. Aktuell bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Manchmal gibt es ein Gewürz dazu. Also gebt immer, wenn ihr bei Just Spices was bestellt, Just Ruckzuck Manu ein. Ein Teelöffel. So, und das war es jetzt auch schon. Das Ganze kneten wir jetzt 5 Minuten und dann ist unser Brotteig auch schon fertig. 5 Minuten einstellen und dann gehen wir hier unten und hier einmal auf Teig und los geht's. Ja, eins wollte ich noch kurz ansprechen, weil ich ganz oft die Frage von euch unter den Videos bekomme. Manu, warum benutzt du jetzt heute zum Brotbacken den TM5 und nicht den TM6? Oder wenn ich Marmelade koche, warum benutzt du heute den TM6 und nicht den TM5? Das hat überhaupt keine Gründe, für was ich welches Modell hernehme. Ich habe 2 Thermomix und der, wo gerade frei ist, den benutze ich. Einer ist meistens der Mixtopf in der Spülmaschine. Also das hat wirklich keine Gründe. Welcher frei ist, den benutze ich. Die 5 Minuten Knetzeit ist nun um und jetzt zeige ich euch mal den Teig, wie er aktuell aussieht. Und der muss natürlich gehen, denn wenn man mit Hefe arbeitet, muss man ja zu 95% den Teig gehen lassen, außer man gibt richtig viel Hefe mit dazu. Aber der Teig sollte jetzt so 30 Minuten gehen. Und ich zeige euch jetzt, wie ich immer meinen Teig rausgebe. Als erstes drehe ich unten am Fuß. Löse den Fuß vom Mixtopf und dann ja, lasse ich den Teig eigentlich reinplumpsen. Ja, er plumpst und plumpst. Sieht doch schon mal gut aus. Und den restlichen Teig, was hier unten noch hängt, den hole ich einfach mit dem Spatel raus. Und dann zeige ich euch noch, wie das Messer aussieht von den Resten eben vom Teig.
Also das ist echt ein so toller Teig, wo sich ganz toll verarbeiten lässt. Also ihr seht jetzt schon, ich liebe, wenn der Mixtopf dann so aussieht. Und jetzt kommen wir dann noch zum Messer. Ja, schaut mal, hat sich schon von alleine gelöst. Bisschen was hängt jetzt da noch am Messer dran. Aber ihr wisst ja, normalerweise hängt der Teig immer unter dem Messer, wo man wirklich dann mühsam mit Bürstchen unten drin das alles rausputzen muss oder schrubben muss sozusagen auch schon. Und jetzt zeige ich euch das Ganze. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Kneten, dann nehmt ihr einfach den Deckel vom Teig Pro, zieht daran, dann habt ihr wieder den Deckel und hier das Unterteil. Und das Tolle ist, hier sind ja jetzt so ein bisschen so Mehlreste und so noch dran. Das nehme ich so, wie es ist und gebe es direkt in die Spülmaschine. Und sowas liebe ich ja. Und mein Messer, schaut es euch mal an. Hier hängt oben noch ein bisschen Teig, aber unten drin, ich hoffe, ihr könnt das gescheit sehen, unten haben wir 0,0 Teigreste, die ich normalerweise mit dem Bürstchen mühsam hier rausbürsten müsste. Aber das Messer ist wirklich, ich gehe jetzt ja und das Wasser ein bisschen abspülen und dann kann ich sofort wieder weitermachen. Und sowas liebe ich. Und deswegen finde ich wirklich den Teig Pro eine super Erfindung. Teig ist jetzt in der Schüssel. Und der wird jetzt natürlich abgedeckt. Gebe ich jetzt meinen Holzdeckel wieder mit drauf. Und dann lassen wir den Teig einfach hier jetzt 30 Minuten stehen. Und nach 30 Minuten machen wir dann zusammen weiter. Backofen braucht ihr auch nicht vorheizen, denn dieses Brot kommt dann in den kalten Backofen. Aber jetzt lassen wir den erstmal ja, 30 Minuten schön ruhen. Und dann sehen wir uns wieder. So, Freunde, weiter geht's mit dem Brot. Schaut mal, wie der toll aufgegangen ist, der Teig. Eine halbe Stunde ist jetzt um. Und ich glaube, ich muss jetzt fast hier ein bisschen zumachen. Die Sonne scheint schon wieder so extrem rein. Oh, das ist fast zu dunkel. So. Ja, so müsste es passen. Ja, wie gesagt, halbe Stunde ging jetzt der Teig. Und jetzt habe ich mir einfach meine Teigmatte hergelegt. Und gebe jetzt da ein bisschen Mehl darauf. Und gebe meinen Teig, oh, der ist richtig schön aufgegangen, schaut ihn euch an, überhaupt nicht trocken, also perfekt. Ich sage euch das Rezept, ihr werdet es lieben. Dann nehmen wir den Teig raus. So, ich ummantel jetzt den Teig einfach ein bisschen mit Mehl und dann wird der Teig in drei Teile geteilt. Dazu nehme ich wieder die Teigkarte und schaue, dass ich so ungefähr gleich große Teile habe. Ja, passt. Und dann, ich hoffe, ihr seht das, drücke ich den Teig einfach ein bisschen platt und falte ihn von außen nach innen. Drehen um und schleife mir hier so einen kleinen Brotleib oder ein Brötchen sozusagen, also einfach eine Kugel schleifen, mit dem zweiten genauso platt drücken, von außen nach innen schlagen, also einschlagen, umdrehen und ein bisschen rund schleifen. Wie man sehen kann, ist der schon wieder viel kleiner wie der. Macht jetzt aber gar nichts. Und mit dem dritten machen wir das genauso. Auch wieder von außen nach innen. Umdrehen. Und wieder ein bisschen rund schleifen. So, perfekt. Drei Kugeln haben wir. Eine große, zwei kleinere. Und jetzt wird das Ganze in die Kastenform gegeben. Ich habe es jetzt genauso gemacht, wie es die Lydia auch geschrieben hat. Sie legt immer die Kastenform mit Backpapier aus. Habe ich so gemacht. Hat wunderbar funktioniert. Deswegen mache ich es jetzt heute wieder so. Wobei ich eigentlich
drauf schwören könnt, dass nichts hängen bleibt. Also die Backform ist wirklich super. Wenn ihr die mit dem Backtrennmittel einpinselt, bleibt euch nichts hängen. Aber ich mache es jetzt wieder so mit dem Backpapier, weil es einfach perfekt war. Und ich möchte ja wirklich das Rezept von der Lydia an euch genau so weitergeben. Also dann kommt einfach ein Backpapier hinein. Und dann legen wir unsere Kugeln, wo wir ja jetzt schön rund geschliffen haben, einfach alle drei so nebeneinander. So sieht das Ganze dann aus. Und das kommt jetzt in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze auf mittlerer Schiene. Ihr seht, es brennt kein Licht. Ich habe auch nicht vorgeheizt und lassen das Brot so circa 30 bis 40 Minuten im Backofen. Man sieht es dann schon, wenn das richtig schön hoch geht und leicht goldbraun wird, dann ist es fertig. Das seht ihr schon. Also ich nehme es ja dann immer wieder raus, klopf hinten drauf, wenn sich's hohl anhört, dann ist es fertig. Also ich schwöre immer auf den Klopftest. Da bin ich noch nie damit eingegangen und das werde ich heute genauso wieder machen. Also jetzt heißt es wie immer, schieb, schieb in den Ofen rein, auf dem Rost, mittlere Schiene, 180 Grad Ober-Unterhitze, 30 bis 40 Minuten. So, meine Lieben, das Brot ist inzwischen fertig. Ich habe es jetzt auch komplett abkühlen lassen. Das liegt hier jetzt bestimmt schon 2 Stunden, glaube ich. So sieht das Brot jetzt gebacken aus. Und jetzt werde ich es mal mit euch anschneiden, damit ihr mal seht, wie das von innen aussieht. Und ich habe euch vorhin ja schon gesagt, ihr könnt es jetzt toasten oder einfach so essen. Aber jetzt schneid mal hier mal ein paar Scheibchen runter, dass ihr mal sehen könnt, wie das von innen auch aussieht. So, ich habe es jetzt angeschnitten und zeige euch jetzt einfach mal eine Scheibe, damit ihr das Brot mal genauer sehen könnt, wie es aussieht. Innen total fluffig, also wirklich richtig schön weich, also getoastet. Ein Traum, aber auch, so wie wir es letzte Mal gemacht haben, einfach als Pizzabrötchen gegessen. Oder jetzt einfach mit Buttermelade, einfach nur ein Traum. Ja, ich setze euch selbstverständlich das genaue Rezept wieder hier unter das Filmchen in die Infobox. Da könnt ihr es euch dann abschreiben, ausdrucken, abspeichern, ganz egal, wie ihr das macht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept mal nachmacht und mir gerne Feedback gibt. Ja, dann würde ich mich auch schon verabschieden. Wir werden jetzt dieses Brot auf jeden Fall uns schmecken lassen. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bleibt mir alle gesund und ich sage bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck Manu.